Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge sind wir ja da drüben durch den Berg endlich fertig durchgekommen. Und in der Folge werden wir hoffentlich das hier fertig kriegen. Ich glaube, eines der größten und wahnsinnigsten Ideen, die ich jemals hatte. Eine ultimative Anlage, die mit der hier arbeiten soll in Zukunft. Der Tank hier ist relativ voll. Wir müssen hoffentlich bald schauen, dass wir hier die ganzen Durchsätze durchkriegen. Wir können schon mal hier den Tank oder die Kabel erhöhen. Die Kabelleistung. Die Sache ist, wir müssen natürlich auch schauen, wo jetzt aktuell der Haken ist. Und der Haken ist bei Gelb. Natürlich jetzt nicht alles unbedingt so einfach. Aber wir produzieren jetzt alles gerade so zu rot durch. Wir schalten mal hier die Priorität aus. Dann wird es halbiert. Und dann sollten wir hoffentlich bald die ersten gelben Sachen wieder haben und wir sollten die Anlage weiterbauen können. Das sollte uns ein bisschen helfen. Das werde ich sogar hier machen. Und Beton müssen wir wahrscheinlich auch mal bald upgraden, weil das, was wir aktuell haben, scheint nicht mehr auszureichen. Und der hier ist natürlich schon... Ja, es ist ein anderes Level. Es ist doppelt so stark. Aber es braucht halt anstatt Kohle dann Brennstoff, das wir auch noch nicht unbedingt haben. Vielleicht kann man die Anstalt nochmal neu gestalten. Also einer von euch macht 24 zu 24, ne? Schauen wir das auch nochmal hier an. Wenn ich den immer finden würde, das ist immer der... Spaß an dem Ganzen. Und nicht wundern, wenn ich gehe, es ist 3 Uhr in der Früh. Ist es vielleicht ein bisschen früh geworden. Rein theoretisch würdest du hier reinpassen, ne? Reinplatzieren und fahren lassen. Wäre eine Variante. Das Ganze ein bisschen umgestalten würde dem wahrscheinlich auch nicht wehtun. Weil, wo gehst du hin? Du wirst zerkleinert und dann in die Endpoints gepumpt. Wie viel Gelb haben wir mittlerweile? Nicht viel, ne? 30. Oh. Ungut. Ich bin mir überlegen, ob wir wenigstens ein Stück halt versuchen zu aktivieren. Doch dafür muss halt jedes Kabel schon mal da sein, was geht. Weil der zum Beispiel bringt sich gar nichts, weil der kann noch gar nichts machen, aber hoffentlich gleich mal. Und für Stück setzt sich das Ganze in Bewegung und wird mehr Energie produzieren. Jetzt haben wir hier das Problem, warum? Ah, weil das Kabel natürlich nicht fertig ist. Jetzt aber. Jetzt sollte die Blockade weg sein und somit auch der Rest. Das ist ein kleineres Rohr. Was soll denn das jetzt? Haut mir ein kleines Rohr dazwischen. So, und damit sollte jetzt die Energieproduktion auch anfahren.
Und das Kabel sollte fürs erste leer sein. Es wird trotzdem stocken zwischendurch. Solange dieser Schornstein nicht leuchtet, ist unsere Anlage in einer guten Position drin. Aber wir steigen auch wieder vom Wasserumsatz. Das ist super. Und wir lagern die ersten Uranstäbe. Oh, ich würde gerne noch eine Anlage jetzt am System sehen. Also, jetzt. Da steht der nächste. Das ist ja super. Warum passiert hier wieder nichts? Weil uns das Atomzeug ausgegangen ist. Aha. Und hier wird der Tank immer voller. Das ist natürlich ungut. Wir bauen mal einen zweiten daneben. Und gehen mit einem U-förmigen Kabel von hier nach hier. Dann sollte sich das auch erledigen. Ja, aber wir haben immerhin schon ca. 50% der Anlage stehen. Das ist halt jetzt alles ein sehr teurer Aufwand. Aber ich denke, danach ist das mega geil. Vor allem, wenn wir hauptsächlich mit der Anlage arbeiten und nicht mit den anderen mehr. Die laufen gar nicht mehr. Bedeutet aber auch, ich könnte rein theoretisch die Anlage abstecken. Und schauen, dass wir die rüberkriegen. Weil die zwei Schwungräder sind natürlich schon praktisch. So, das sollte uns jetzt schon mal ein bisschen Schwung gebracht haben. Dass wir sagen können, wir bauen dich fertig und wir bauen dich auch fertig. Oder auch nicht, warum nicht? Hier müssen es jetzt in dem Fall die anderen Sachen sein. So. Weil dann können wir den halt auch ans Netz bringen. Ah, der Tank wird auch leerer. Super. Jetzt will ich trotzdem nochmal gerne schauen. Alter, wie weit die sind. Ich erhöhe mal hier die Zwischentanks. Langsam, aber sicher wird das ja alles. Ein Stück steht hier auch wieder. Was? Da haben wir auch noch einige auf Lager jetzt. Ja, dann sollte ich doch jetzt den hier bauen können, oder? Gut. Und dann dich hier und dich hier. Und die ersten vier Generatoren hängen am Netz.
Und jetzt kann ich sagen, ich gehe auf mal 2, richtig? Rohrleitung 3. Wir gehen auf volle Leistung. Alles auf die 3 ausbauen. Ah, da ist schon wieder so ein Mini-Rohr nicht angesteckt, Mensch. Deswegen geht nichts voran. Wenn die 4 Generatoren mit Stufe 1 anlaufen anfangen, dann sind wir gut voran. Oh ja, jetzt geht's langsam los. Jetzt geht's los. Kommt schon, Jungs. Das bedeutet aber auch, die da drüben stehen eigentlich nur noch, ne? Und ich kann eigentlich die erste Anlage gleich abbauen anfangen. An der zufälligerweise das Ding dran steckt. Ups. Jetzt ist die Frage, produzieren wir noch genug oder nicht? Ja, ich glaube, dass wir zwischendurch noch ein bisschen Dampf dazu kriegen. 3600, 3700 haben wir jetzt. Ja, das ist echt praktisch, du. Nope, ich schalte jetzt in Pause. So. Ich richte jetzt soweit alles her, dass die eine Anlage noch notfalls hochfahren kann. So. Bedeutet, wir haben jetzt dann 5 Anlagen, die jederzeit ready to go sind, beziehungsweise wo wir sogar noch die wir ins Laufen kriegen. Holy shitballs. Das ist Macht. Also ich werde jetzt mal den hier ausschalten. Aber wenn wir uns anschauen, was hier gerade abgeht. Und rein theoretisch müsste alles... Oh, jetzt geht der Dampf uns über. Teilweise, wie es scheint. Bei sowas ist dann die Überlegung, ob man wieder noch eine weitere Anlage hier dazu setzt. Und warum hier teilweise so viel Abstand dazwischen ist. Komplett unnötig. Das hat dann so viel Platz gespart, oh mein Gott. Na, ich glaube, jetzt sind wir gerade ganz ausgeglichen. Deswegen gehen wir einfach mal hier auf Copy. Gut. Dann gleich mal aktivieren das Ganze. Dann läuft jetzt schon die nächste.
Was ist euer Problem? Steht der Tank immer wieder, oder was? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Ich glaube, ich muss einfach nochmal eine zweite Röhre daneben packen. Okay, und dann... errichten. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Röhre. Wahnsinn. Steigt alles. Es ist Wahnsinn. Aber die Anlage funktioniert. Und sie hat gleich mittlerweile unsere komplette Energieversorgung übernommen. Bye bye. Technik. Die haben die ganze Energie noch drin, weil sie nicht benutzt wird. Ja, aber die werden in der nächsten Zeit jetzt anfangen zu verschwinden. Weil die Anlage hat jetzt relativ viel übernommen. Gebt euch jetzt 3 zu 5. Und alle 5 laufen auf Volllast. Wahnsinn. Gut. Aber ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.